Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus dem Fernbus-Simulator. Wir gucken uns heute zusammen die finale Version auf der Xbox Series an. Ich habe weitere wichtige Informationen rund um den Release und eine klitzekleine Verschiebung für euch zum Beta-Test, wie ihr auf der Xbox jetzt schon mitmachen könnt oder einige von euch. Und wir werden hier eine neue Route heute im realistischen Modus fahren. Das heißt, ganz, ganz viele Informationen für euch heute. Ganz, ganz wichtiges Video für viele von euch. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern springen hier mal in unseren MAN Lines Coach. MAN Lines Coach hier in der aktuellen Flixbus-Bemalung, wie wir sie neu im Spiel auch haben, wie sie nun auch in der Realität fahren. Fahren Richtung Koblenz, hier aus der Nähe von Frankfurt. Und ich würde sagen, wir starten heute hier am Depot, gehen erstmal rein und machen unseren Bus einmal an. Dafür haben wir den Cross-Selector, das heißt, wir können erstmal jetzt hier die Tür schließen, müssen aber auch natürlich die Zielanzeige einmal aktivieren. Da oben sehen wir das Ganze jetzt schon, das läuft. Können jetzt letztendlich die Zündung einmal anmachen, aber auch gern direkt den Motor starten. Und dann die Klimaanlage. Ah, ordentliches Wetter draußen, das heißt, wir stellen mal 20 Grad, würde ich sagen, ein. Das sollte ganz gut sein. Nun haben wir die Möglichkeit, einfach hier den Gang hochzuschalten. Wir gehen in D1 zum Starten, können auch noch schnell die Parkbremse, die müsste sich auch hier verstecken, genau deaktivieren. Und wir merken schon, der Bus, da wir im Automatik sind, rollt dann direkt los. Es macht natürlich Sinn, da erst die Parkbremse zu deaktivieren. Ich selbst bin mit einem Trustmaster Lenkrad und dem Controller heute unterwegs. Das heißt, ich wechsle immer mal zwischen den Geräten und würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an und machen uns auf den Weg nach Wiesbaden, wo letztendlich unser erster Halt ist, wo die erste Station ist, wo die ersten Leute einsteigen. Dort gibt es dann die ersten Informationen auch für euch zum Thema Verschiebung. Aber ich würde euch vorsichtig jetzt schon mal sagen, habt keine Sorge, es sind keine dramatischen News. So, viel Verkehr ist hier in Wiesbaden los. Das heißt, wir gucken mal, dass wir uns hier reinquetschen, dass uns vielleicht jemand reinlässt. Vorsichtig mal ein bisschen vorfahren. So, und gucken, dass wir hier uns vorsichtig reintasten, wenn... Ach, wir müssen nach links, Entschuldigung. Da habe ich mich komplett verguckt. Das heißt, wir tasten uns doch trotzdem, ja, wenn wir dürften, mal hier vor. Den Orangen lassen wir also noch durch. Und dann heißt es für uns einmal, wenn der aus dem Weg ist, rein und in die Spur. So, da haben wir uns in die Spur gestellt. Das Taxi, müsste ein Taxi sein, so von der Färbung, bleibt stehen. Und wir können gucken, dass wir hier rumkommen. Natürlich schön vorsichtig, denn gerade im realistischen Modus wollen wir unseren Bus ja nicht beschädigen. So, gucken wir mal, rum geht's für uns. Und leicht über den Bürgersteig. Nicht optimal, würde ich vorsichtig sagen. Aber das Ganze hat geklappt. Das ist das Wichtige. Und wir machen uns mal weiter auf den Weg. 10 Kilometer haben wir es. 15:30 sollen wir ankommen. 10 Minuten. Das sollte passen hier. Da die Straßen etwas voll sind. Aber zum Glück in unsere Richtung gar nicht so, so voll sind. Das heißt, wir müssten da recht gut durchkommen. Und recht einfach zum Startpunkt kommen. Wie gesagt, Xbox Series, ihr seht es jetzt auch unten, die Beta-Meldungen sind verschwunden. Ich selber spiele jetzt auch auf der Retail-Konsole, sprich auf der identischen Konsole, die ihr zu Hause habt, um jetzt einfach nochmal einen Monat lang von dem ganzen Team, mit dem ganzen Team auch sicherzustellen, dass das Ganze auf der Retail-Konsole genauso funktioniert wie auf dem Dev-Kit. Denn da gibt es immer mal wieder Abweichungen, auch wenn es die eigentlich, vorsichtig gesagt, nicht geben sollte. Haben wir selbst auch beim Tourist-Bus-Simulator festgestellt, dass das leider nicht immer der Fall ist, dass da nicht immer das größte Verlass drauf ist. Deswegen haben wir uns jetzt nochmal einen Monat Zeit genommen, wo wir das Ganze auf den Retail-Konsolen einmal ganz genau uns angucken, ganz genau überprüfen, na, hier schnell noch rüber und dann für euch bereitstellen. So, weiter geht's hier in die Innenstadt, einmal den Spurwechsel, fix rüber. Ja, das klappt ganz gut. Gerade in den Innenstädten sind die Leute natürlich auch ein bisschen aggressiver am Fahren als auf der Autobahn und probieren sich da wirklich auch in die letzten Meter reinzudrücken.
So, gucken wir mal. Vorne 5 Kilometer haben wir noch 9 Minuten. Sprich, mehr als genug Zeit, mehr als genug, um an die Haltestelle zu kommen und unsere ersten Fahrgäste einzuchecken. Der Unterschied zwischen dem Realistik-Modus und dem Arcade-Modus, den ich die meiste Zeit genutzt habe bisher, ist einfach, dass ihr die Funktionen des Busses voll nutzen könnt. Ihr habt es eben gesehen, ihr müsst die Zündung anmachen, die Zielanzeige, Klimaanlage, aber auch viele weitere Sachen, wie zum Beispiel nachher das WLAN oder auch die Toilette, müsst ihr freigeben und das passiert nicht automatisch. Ihr könnt das im Arcade-Modus alles automatisiert ablaufen lassen und solltet ihr sagen, ja, ich will eigentlich eine Mischung, so bietet der Fernbus-Simulator auch die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten Modus zu nutzen und in diesem einfach euch das Ganze einzustellen, wie ihr wollt. Wollt ihr die Türsteuerung automatisch, wollt ihr die Zündung und das Schalten automatisch oder sagt ihr ganz blöd, ich will alles per Hand machen, wie im Realistik-Modus, da könnt ihr wirklich für euch die Auswahl treffen, so dass ihr die perfekte Mischung habt. So, einmal weiter geht's und hier nochmal gleich rum nach der Ampel. So, langsam anfahren und man sieht es auch hier, der Bus rollt wirklich schön aus, da er in Automatik steht und damit nicht direkt stehen bleibt, solange wir nicht auf der Bremse sind. Blinker einmal setzen. Und dann gucken wir mal. 3 Kilometer, sprich, das kann gar nicht mehr allzu weit sein, denn der Fernbus-Simulator hat natürlich ja einen Faktor drin. Es ist nicht eine 1:1 Größe, sondern es spielt in der Regel rund um 1:10. So. Grüner Pfeil, ja. Das heißt, wir kommen rum, wir müssen nicht auf den Gegenverkehr achten. Und da haben wir auch schon Blitzer, denn jetzt auch Blitzer, Polizeikontrollen etc. können uns hier im Modus natürlich alle treffen. Ah, da vorne eine Tankstelle erst. Das sieht aber noch ganz gut aus, unser Tank. Das heißt, tanken müssen wir nicht, aber wir müssen dort vorne auch lang unser Ziel erreichen. Einmal wieder der Blinker, wieder her vor uns. Und weiter einmal vorsichtig um die Kurve, denn wir haben gleich unsere Fahrgäste, die wir mitnehmen müssen, die auf uns bereits da vorne, eine Menge Fahrgäste, da vorne auf uns warten. So, einmal zur Seite und einmal Halt machen. So, wir setzen jetzt noch ganz kurz die Parkbremse, machen die Tür vorne auf, hinten können wir auch aufmachen. Können auch einmal schon mal, die sind freigeschaltet, die Gepäckfächer. Das heißt, wir setzen noch die Parkbremse und können dann einmal aussteigen und unsere Fahrgäste letztendlich gleich einchecken. Dafür einmal Gepäckluken natürlich aufmachen. Die eine reicht letztendlich. Und dann mal gucken, ob wir die ganzen Fahrgäste denn hier auch mitnehmen müssen. Rützheim, der Name können wir auch einmal prüfen. Willi. Ja, das, wenn ich mich jetzt nicht vergucke. Ja, richtig. Dürftest du nicht mit. So, die Dame Rüdelsheim, Leonie. Auch hier gucken wir mal. Auch die Dame ist leider Fall. So, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Und wir checken mal ganz schnell jetzt einfach die Leute ein, ohne großen hinzugucken. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber ihr könnt natürlich auch jeden Fahrgast einzeln wirklich kontrollieren, ob der ein korrektes Ticket hat und ob der mitfahren darf. So, einmal fix durchklicken hier. Oh, noch ein ungültiges Fahrticket. Und der letzte Herr hier, wie sieht es bei Ihnen aus? Das sieht gut aus. 3 Leute mit ungültigem Fahrticket, die bleiben also hier. Und wir machen uns weiter auf den Weg, schließen hier einmal die Tore und gehen in den Bus zurück. Ein Blick hinein. Oh, einige Fahrgäste drin. Können jetzt nochmal ganz kurz, erstmal die Türen zumachen vielleicht. Dann auch noch das WLAN einmal aktivieren, damit unsere Fahrgäste auch nicht meckern und die Toilette. Und dann letztendlich einmal auf die Bremse getreten, Parkbremse gelöst. Den Blinker setzen in die andere Richtung. Und dann heißt es für uns los. Und wie versprochen, habe ich die erste wichtige Information für euch. Wie gesagt, es geht um eine kleine Verschiebung. Bisher
habe ich immer gesagt und haben wir auch immer gesagt und so war es auch geplant, wird der Fernbus-Simulator am 27.02. erscheinen. Das kommt leider nicht ganz hin, sondern es kommt zu einer ganz klitzekleinen Verzögerung. Wenn ich von klitzeklein rede, meine ich auch wirklich klitzeklein. Und zwar wird das Ganze am 28.02. herauskommen. Statt Montag, direkt Dienstag. Der Release ist auf 0 Uhr eingestellt zu eurer lokalen Zeit. Sprich, solltet ihr in Deutschland sein, solltet ihr eigentlich die Möglichkeit haben, das Ganze um 0 Uhr von Montag auf Dienstag bereit laden zu können. Das Ganze hat einen ganz einfachen Grund. So offen können wir auch sein. Microsoft möchte gar keinen Release mehr am Montag haben. Und damit haben wir nur die Möglichkeit zu sagen, wir schieben das Ganze einen Tag nach hinten auf den Dienstag. Ich denke, das lässt sich aber verkraften. Als kleine Gutmachung hatte ich mir aber überlegt, ich möchte gerne ein paar Leute von euch an die Hand nehmen. Ich starte diese Woche mit mit Xbox-Spielern. Kommende Woche sollten auch die PlayStation-Spieler nachkommen. Und ich würde gern nach guter Handvoll von euch zum Beta-Test einladen. Das heißt, ihr bekommt einen Download-Code für die Version, die ich hier auch spiele, für die Retail-Version und könnt diese auf eurer Xbox schon mal testen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ihr seid Abonnent des Kanals, lasst einen Kommentar da, dass ihr eine Xbox habt und dass ihr gern Beta testen würdet. Vielleicht noch eine kleine Begründung, warum gerade ihr das Ganze sein solltet. Was ihr nutzt an Peripherie, Controller, Lenkräder etc. Das wären schöne Hinweise. Und natürlich der wichtige Hinweis, nutzt ihr eine Xbox Series X oder S. Denn da suchen wir eine gute Mischung von Testern. Ich werde dann über das Wochenende bzw. Anfang nächster Woche eine gute Handvoll von Testern aussuchen, diese dann benachrichtigen. Wichtig wäre dafür, ihr habt eine hinterlegte E-Mail-Adresse in euren YouTube-Account und dann werdet ihr das Ganze per E-Mail erhalten mit noch ein paar kleinen Informationen, denn ihr müsst natürlich leider derzeit dann noch unterschreiben, dass ihr keine Videos oder sonst was veröffentlicht, denn es handelt sich noch um die Vorabversion. So viel dazu, Beta, kleine Verschiebung. Ich würde sagen, wir machen uns mal weiter auf den Weg Richtung Koblenz. 119 Kilometer haben wir vor uns und gucken mal, was uns so im realistischen Modus noch so erwartet. Ob vielleicht die Fahrgäste meckern, dass wir die Klimaanlage noch umstellen müssen oder. Da gibt es immer wieder verschiedenste Sachen und ich bin jetzt hier auch im Karrieremodus unterwegs. Sprich, Koblenz wird eine neue Stadt sein. Die werden wir uns neu freischalten und von dort auch dann weiter unser Routennetz erweitern. Denn es gibt die freie Fahrt und den Karrieremodus und je nach Modus habt ihr verschiedene Einschränkungen. Zum Beispiel im Karrieremodus müsst ihr euch die Städte von eurer Startstadt aus freifahren. So, großes Autobahnkreuz hier und wir kommen recht gut voran. 101 km/h, 100 sind erlaubt und der LKW vor uns ein bisschen langsamer, sprich wir wechseln mal vorsichtig die Spur. Da dürfen natürlich auch, wenn ich es gerade richtig, waren nur LKW oder auch Bus nur 80. Ich denke, solange uns hier keiner kontrolliert, solange wir keine Polizeikontrolle haben, ist das Ganze okay. Dazu muss ich sagen, ich hatte gestern eine Polizeikontrolle hier im Fernbus-Simulator, denn ich bin gestern auf der Arbeit im Büro die Version erstmalig gefahren, nachdem die jetzt freigeschaltet wurde. Und da ist mir direkt passiert, eine Polizeikontrolle. Klimaanlage zu kalt, wir hören schon, Polizei rüber. Da habe ich ein bisschen gepennt, das klappt aber noch. Wir kommen gerade noch so rüber. Ein leichter Unfall, der LKW-Fahrer. Ich habe es gerade noch gesagt. Wir wollen hier heute vorsichtig fahren, gut fahren. Ihr seht's, wenn ich da auf alle Sachen gleichzeitig gucke, ist das nicht immer das Einfachste. So, wir fahren ein Stück vor und gucken mal dann, dass wir uns um die Klimaanlage kümmern. So, da vorne und wechseln dann mal durch. Ja, ein Stück können wir noch. Zu kalt. Ah, falsches Menü. Meine ich zumindest. So, einmal rüber. Da haben wir sie. Oh, dann vielleicht 22 Grad. Gucken wir mal, was unsere Gäste so wollen. Und gucken wir mal, dass wir weiter vorankommen. Wichtig ist natürlich, solltet ihr später spielen, habt die Augen auf dem Bildschirm. Nicht wie ich. Guckt hin und her, ob ihr noch irgendwelche Informationen vergessen habt. Sonst kommt es häufig zu solchen Unfällen, wie ich ihn gerade hatte. So, rum geht's. Weiter geht's.
Aber ich denke, für euch ist das auch okay, wenn da mal ein kleiner Unfall passiert. Es geht euch ja vor allem darum, auch alle wichtigen Informationen zu haben und dass ich nichts übersehe. So, die Bundesstraße 260, für uns noch 90 Kilometer bis zum Ziel. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hier noch ein ganzes Stück vorankommen. So, weiter vorwärts. Ich muss einfach sagen, mir gefällt der Simulator extrem gut und ich bin wirklich froh, dass der auf der Xbox und auch auf der PlayStation 5 so performant läuft, wie wir es hier sehen. Wichtiger Hinweis dazu nochmal, natürlich spiele ich hier auf der Series X, auf der Series S sieht das Ganze leider nicht ganz so gut aus. Das liegt einfach dran, da die Series S sehr viel schwächer ist als die PlayStation 5 und die Xbox Series X. Vorne ein Wäldchen auf dem Hügel und ja, wir kommen hier so langsam durch das Gebiet rund um Koblenz, zwischen Wiesbaden und Koblenz, die Mainzer Region. So. Weitere Autos. Und hier natürlich in der einspurigen Straße müssen wir gar nicht probieren, zu schnell zu sein und zu überholen. Denn da haben wir fast keine Möglichkeit zu, bei diesen engen und vielen Gegenverkehr, auch noch hügelige Regionen, da haben wir fast keine Möglichkeit, das Ganze zu machen. Ich denke, da ist es besser. Wir halten so die Geschwindigkeit wie der Vordermann von uns und gucken dann, dass wir schön hinter ihm bleiben. Vielleicht gar nicht auch zu dicht auffahren, sonst sehen wir recht wenig. Sollte da mal was passieren. Und können aber auch mal einen Blick nochmal von außen auf den Bus werfen. Denn wie ich sagen muss, mir gefällt die neue Bemalung sehr, sehr gut. Ich guck mal, dass wir doch die Kamera ein bisschen drehen können. Ja, hier wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Und wirklich ein echter Hingucker. So wie auch in der Realität überall derzeit. LKW-Fahrer hier sehr, sehr langsam. Mal gucken, dass wir jetzt hier nicht zum Stehen kommen. Das klappt aber noch. Können auch nochmal hier an der nächsten Ampel nochmal hochschalten. So, und kommen jetzt hier langsam hinter den LKW her. Das kann natürlich auch in der Realität passieren, dass hier jemand rumschleicht. So kann es auch im Fernbus sein. Die Autos fahren wirklich mit verschiedenen, ich würde sagen, Emotionen. Mal fährt jemand schneller, mal fährt jemand langsamer. Aber da haben wir, denke ich, eine gute Mischung, so dass es auch sich einfach realistisch und abwechslungsreich anfühlt. 74 Kilometer. Schade, dass es hier keine Autobahn gibt. Sonst wären wir natürlich ein ganzes Stück schneller. Eine Stunde haben wir noch, bis wir ankommen müssen. 80 sind hier erlaubt. Knapp drunter noch. Aber jetzt hier vorne. LKW-Fahrer nutzt den Schwung mehr als aus. Und guckt, dass er hier wirklich Geschwindigkeit mitnimmt. So, gucken wir mal. Nicht die einfachste Strecke hier, auf jeden Fall. Gerade so eng, wie es hier ist und so, macht das Ganze nicht ganz so einfach. Und ist eine wirklich schöne Herausforderung auch mal zu den anderen Strecken, die ich in letzter Zeit gefahren bin. So, weiter geht's. Gucken, wieder sehr, sehr eng aufgefahren. Und ich muss sagen, diese Region von Deutschland kenne ich persönlich aus der Realität gar nicht. Deswegen bin ich auch mal auf euch angewiesen, besonders auf Leute, die aus dieser Region hier kommen. Trifft das Ganze das Gefühl so der Region? Oder sagt ihr, nee, ich erkenne die Region hier gar nicht wieder. Nadelbäume und sowas haben wir, wie ich sie jetzt hier gerade rechts und links habe, gar nicht. Denn da ist auch immer mal interessant für mich zu hören, was ihr sagt, die aus den verschiedenen Regionen kommen, ob sie sich hier wiederfinden oder ob sie sagen, nee, das passt so gar nicht. Denn nur so kann ich auch das Feedback an das Team weitergeben. Denn mit dem Fernbus-Simulator geht es Schlag auf Schlag weiter. In der Release-Version werdet ihr ja 4 Busse haben. Die werde ich euch in einem der nächsten Videos auch nochmal ganz genau vorstellen. 4? Ja, müssten 4 sein. 4 Bus-Varianten haben. Und dann werden ja die 2 Bus-Packs nach dem Release erscheinen. Und dann geht es im Frühjahr auch schon weiter mit 9 DLCs. Sowohl Maps als auch 4 neue Busse werden dann auch kommen.
Da möchte ich noch nicht verraten, welche es sind, aber da werden wir euch natürlich zu gegebener Zeit auch updaten und abholen. So, weiter geht's. 50 Kilometer. Immer noch ganz gut Strecke hier weg, auch wenn es hier einspurig ist und wir nicht wirklich den Bus ausfahren können, nicht ganz auf die Reisegeschwindigkeit kommen können, die wir sonst allzu oft nutzen. So, einmal den Blinker. Und dann vorsichtig, wenn der Gegenverkehr weg ist, lassen wir ihn noch vorbeiziehen. Einmal rüber und rauf auf die andere Bundesstraße, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Weiter Richtung Koblenz. Ja, die 42 jetzt einmal. Hier sehr ländliche Region und wirklich einfach schön anzusehen, sehr entspannt, wenn auch sehr anspruchsvoll, muss ich einfach persönlich sagen. Hier bin ich sehr froh, dass ich hier mein Trustmaster Lenkrad habe und doch zurückgelehnt schön sitzen kann und das Ganze sehr genau bedienen kann. So, immer weiter. Was haben wir da vorne? Ah, hier hinter steckt so ein kleiner Gasthof, wo ein paar Leute schon parken. Runter hier am See, auch schöne Aussicht. Ja, ich muss einfach sagen, wirklich grafisch gefällt mir der Fernbus-Simulator extrem gut. Ist wirklich ein gigantischer Hingucker und bietet einfach durch die verschiedenen Regionen und auch immer wieder Points of Interest etc. extreme Abwechslung. So, auch da oben wieder ja, so ein kleines altes Haus. Gucken, dass wir auf unserer Spur bleiben. Bisschen zu schnell, aber ich denke, das ist okay. Das geht vollkommen, denn wir müssten jetzt hier gleich in Richtung Koblenz ankommen. Nehmen uns auch noch eine Bahnstrecke. Da kann uns natürlich auch, wie wir schon in einem der letzten Videos gesehen haben, eine Zug entgegenkommen. Und hier extrem schöne Aussicht wirklich auf die Stadt. Ja. So. 60 sind erlaubt. Ja, können wir schneller fahren als 50. Und hier auch schön mit dem Fluss, der durchführt. 24 Kilometer, sprich ein kleines Stück müsste es noch sein. Wir haben da heute nur einen Zwischenstopp. Trotzdem würde ich sagen, werden wir heute in Koblenz das Video dann gleich beenden. Ich fasse auch gleich nochmal die wichtigen Informationen, solltet ihr nicht genau zugehört haben, für euch zusammen. Denn wie gesagt, der Release, der wird sich um einen Tag verschieben. Von den 27.02. auf den 28.02. Derzeit ist 0 Uhr hinterlegt. Das Ganze heißt, es sollte zu eurer lokalen Zeit, solltet ihr zum Beispiel in einer anderen Zeitzone sein, um 0 Uhr erscheinen und ihr könnt es dann direkt herunterladen und spielen. Das ganze Spiel hat so 25 GB derzeit ungefähr, sprich der Download dauert doch einen ganzen Moment. Da solltet ihr ein wenig Zeit einplanen, bevor ihr direkt loslegen könnt. Wo bin ich denn dagegen gekommen? Ja, muss ich mir gleich nochmal angucken. Zudem suchen wir noch Beta-Tester, eine Handvoll Beta-Tester, vorerst auf der Xbox. Sprich, solltet ihr eine Xbox haben, meldet euch gern unten in den Kommentaren Abonnent sein und dann mit etwas Glück werdet ihr einer von den Testern sein, die jetzt schon den Fernbus-Simulator mit uns zusammen sich genauer ansehen können und uns auch nochmal Feedback geben können, wo vielleicht Sachen nicht ganz so sind, wie sie sich die vorstellen. So, weiter geht's. Oh, hier, noch ein leichter Unfall. Ja, jetzt werde ich gerade ein bisschen, ja, nicht ganz so sauber, habe ich das Gefühl. Wobei ich nicht gesehen habe, wo ich hier wirklich angekantet bin. Das ist im realistischen Modus wirklich nochmal eine größere Herausforderung als im Arcade-Modus, den ich bisher gefahren bin. Selber mag ich den Arcade auch sehr gern und fast sogar lieber als den realistischen Modus. Denn dort geht es wirklich darum, schön zurücklehnen. Ein paar Kilometer runterreißen und dann auch ankommen. So, wir erreichen Koblenz, fahren hier über eine Brücke, Staudamm ähnlich, habe ich das Gefühl. Sieht das Ganze aus, sehr, sehr weit oben. Und gucken, dass wir jetzt hier in die Stadt hineinkommen. Ja, Stadtautobahn im Prinzip, die hier gerade in die Stadt hineinführt. So, wo müssen wir lang?
Zopphop-Bahnhof. Für uns geht es geradeaus weiter. Perfekt. Denn auch die Schilder können euch schon immer einen Hinweis geben. Und man kann natürlich auch das Navi nämlich unten ausblenden. Wenn man sagt, das ist mir immer noch nicht Simulator genug, ich will wirklich komplett nur den Bus sehen, könnt ihr oben die Leiste, die ich aktiv habe, aber auch unten das Navigationssystem deaktivieren und das im Bus nutzen wie der echte Fahrer. So, rum hier noch. Na, staut sich ein wenig, aber ich habe es gerade schon gesehen, wir müssen links weiter. Ach nee, es wird einspurig zumindest erstmal. Gucken wir mal, dass wir uns hier einreihen und gucken, dass wir hier im Reißverschlussverkehr nach vorne zur Ampel kommen. Ah, doch vorne links, man sieht schon Straßenschild. Und wenn es mich nicht täuscht, steht da vorne der Zopp angeschlagen für links. Genau. Blinker wieder setzen. Ha, und wir kriegen noch eine rote Ampel. Das heißt, wir warten noch mal ganz kurz, bevor wir in 2 Kilometern unser Zwischenziel dann erreicht haben. Einige neue Fahrgäste aufnehmen. Hoffentlich auch ein paar Fahrgäste hier schon loswerden. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe so nicht auf die Tickets geachtet. Aber ich denke, wir haben wirklich hier einen schönen Einblick in den realistischen Modus bekommen. Vielleicht nochmal hier kurz den Cross-Selector für euch. Man hat diverse Funktionen, auch den Verkauf von Getränken, die Ansagen und. Auch hier die Lampen, die verschiedenen, die man deaktivieren kann. In dem Menü die Bussteuerung auch nochmal genau hinterlegt. So, einmal rum. Ja. Gucken, dass wir nicht im Gegenverkehr landen. Das sieht ganz gut aus. Und damit habt ihr die Möglichkeit, den Bus wirklich in vollem Funktionsumfang wie auf dem PC zu bedienen in einer für die Konsole angepassten Version. Ja, haben sich aber einige Leute hingestellt. Ja, das heißt, wir müssen mal warten, dass wir hier durchkommen. Denn da passe ich definitiv nicht zwischenher. Ich würde sagen, das soll für uns kein Abbruch sein. Wir verabschieden uns heute hier kurz vor dem Zopp. Na, ja, das wird nichts. Ja, das wird nichts mehr. Ich muss in den Rückwärtsgang. Oh, wobei, er fährt doch noch. Ich würde sagen, wir verabschieden uns heute hier. Ich sage danke fürs Zusehen. Wünsche euch viel Glück bei der Auswahl der Beta-Tester. Hoffe, dass ich einige von euch damit glücklich machen kann. Denke, ihr habt Verständnis für die kleine Verschiebung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.